Leute, ihr werdet es nicht fassen. Wir haben es endlich geschafft. Das neue Update ist am Stiesel. Da gucken wir mal rein. Also das ist schon mega. Guck. Die Stickerkapseln sind halt jetzt runtergesetzt worden, so wie es ja auch schon im Vorfeld geplant war und auch immer eben abläuft. Es wurde ein bisschen was verändert. Ein bisschen. Es gibt jetzt hier neue Service-Metal. Naja gut, komm, die kann man mal machen. Sieht nicht schlecht aus. Ja, warum nicht? Mollys werden nicht mehr so oft in der Luft angehen, okay? Ach, und das ist auch nicht schlecht. Ich nehme an, das war das, was gerade vor kurzem immer wieder passiert ist. Du gehst in ein Spiel rein und dein Charakter läuft einfach von alleine los. Haben wir gerade vorhin im Stream gehabt. Ja, Welt, das ist super. Es gibt zwei neue Maps. Ja, naja, wir haben uns ja alle auf eine Operation gefreut. Sowas jetzt zu bekommen, ist so ein bisschen... Aber, irgendwann wird halt eine kommen, ne? Irgendwann. Ach ja, und es wurden noch Black Eye und Cascade und Breach wurden jetzt aus dem offiziellen Matchmaking-Pool rausgenommen. Das ist traurig. Ja, und wer sich bei Ember auf irgendeine Änderung freut, der ist ziemlich lost. Was wir noch haben, ist ein kleiner Anstieg bei den Bands, aber das ist ja auch irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin, so wie viele andere wahrscheinlich auch, etwas enttäuscht. Das ist nicht extrem, aber ich hätte halt noch gerne Operation gehabt. Mir war schon irgendwie klar, dass es dieses Jahr wohl dann doch nichts mehr wird, als es am 6. nicht der Fall war oder am 12., weil noch später, da kam noch nie eine Operation so spät im Jahr. Es wird dann wahrscheinlich halt, ich denke noch nicht mal Januar, sondern eher Februar, März. Nicht, weil sie so lange brauchen, sondern weil die meisten Operations halt dann eher dann kamen und nicht in dem Januar. Sondern halt eher Februar, März. Bisschen traurig, aber ultimativ schlimm ist es jetzt auch nicht. Naja, ich hoffe, dass die Hühnchen zumindest noch ein paar Weihnachtshüte bekommen. Ne? Komm schon. Ihr könnt natürlich auch gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Update haltet. Ich denke, dass niemand jetzt sagen wird, das ist gut, das ist schön, Mensch. Die meisten werden wohl mit mehr gerechnet haben. Ich schmeiß mich jetzt direkt ins Bett, denn wir haben das kurz nach dem Stream aufgenommen. Es ist gleich 4 Uhr, ekelhaft. Und somit sehen wir uns dann beim nächsten Video in wahrscheinlich 2 Tagen oder im nächsten Livestream, der dann am Donnerstag wieder stattfindet. 18 Uhr, da wird wieder gescheppert. Kommt gerne vorbei, ich freue mich. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.